Hallo, Prost. Und schönen guten Abend. Jo, Season 22 geht in die neunte Woche und es gibt nichts Besonderes zu berichten. Ja, es gibt keine Events, keine Immortal-Infos, keine D4-Infos. Nichts Besonderes jetzt, was so stattgefunden ist. Deswegen, diese Woche reden wir ganz klassisch nur über meine Season, was bei mir jetzt noch so ansteht, diese Season. Wir machen wieder einen Leaderboard-Check, wie jede Woche. Und mit diesen Worten wünsche ich euch dann auch viel Spaß beim Video. Und dann starten wir doch auch direkt mit dem ersten Thema, nämlich mit meiner Season und wie es da so läuft. Und da fangen wir direkt wieder mit den klassischen Fakten an, die ich eigentlich jede Woche raushau. Und zwar Paragon bin ich jetzt bei 4802. Wir haben jetzt aktuell Tag 63, also genau 9 Wochen sind rum sozusagen heute. Ich habe insgesamt 506 Stunden in der aktuellen Season und bin damit bei einem Schnitt von genau 8,0 Stunden pro Tag. Ist relativ nice, meine Stunden sind wieder ein bisschen runtergegangen. Ja, ein bisschen weniger Zeit gehabt einfach nur. Geht vielleicht demnächst wieder ein bisschen hoch, mal sehen. Aber 8 Stunden ist ein schöner Schnitt. So, ich bin bei 201 Primes. Ich habe die 200 Primal-Marke geknackt, endlich. Woo! Seitdem ich mitzähle Primes sozusagen, habe ich noch nie über 200 Primes in der Season gehabt. Die letzte Season, nämlich, wo ich das mitgezählt habe, wo ich richtig viel gespielt habe, war Season 20. Und da haben wir deutlich mehr Meta-Runs gemacht. Also 150 ja die ganze Zeit. Und die Runs dauern einfach länger als jetzt hier Rats oder sowas. Und da findest du einfach weniger Items, also auch weniger Primes. Aber 201 Primals in 506 Stunden, man sieht es wieder, der Schnitt haut ungefähr hin, sind alle 2 Stunden 31 Minuten ein Primal, also knapp alle 2,5 Stunden. Ne? Bei 200 Primals in 500 Stunden kann man das dann wunderbar auch sehen, einfach direkt im Kopf rechnen. Jo, das waren die klassischen Fakten wie jede Woche. Dann, was steht noch an? Also, ich bin jetzt über 4800, wir haben heute Freitag, das bedeutet, Ziel für dieses Wochenende, Ziel für Sonntagnacht. Bis ich halt aufhöre zu spielen, 5000. Ich will diese Woche endlich die 5000 voll haben. Das ist ja mein großes Season-Ziel. Also eigentlich 5036, damit ich höher bin als in Season 20. Also mein neues Highest Paragon in der Season machen. Ja, aber das werde ich auch, denke ich, erreichen. Ich muss zwar hart durchballern auf jeden Fall am Wochenende. Jetzt heute am Freitag noch mega ballern. Samstag, Sonntag muss richtig reingeballert werden. Richtig viele Keys farmen. Ich brauche noch knapp 630 Rifts oder sowas waren es, glaube ich. Also ich muss noch 630 Keys vorfarmen. Ich habe vielleicht irgendwie 30, 40 oder so momentan. Ja, das kommt noch auf mich vor. Kommt noch auf mich zu. Ja, und wenn dann das Paragon-Farmen durch ist, wenn ich am Sonntag dann endlich die 5000 habe, dann geht es erstmal wieder ein bisschen lockerer zu. Dann erstmal nicht mehr so viele Rats ballern, nicht mehr so viel Paragon ballern. Sondern dann konzentriere ich mich wieder ein bisschen auf Gear-technisch, also ich mache einen Bounty Day wieder für meinen BD, so die letzten Items rollen, meine Compass Rolls muss ich noch rollen. Brauche vielleicht noch einen besseren Helm mit CC Reduce. Vielleicht hole ich mir Schultern mit Resource Cost Reduction, um mehr Toughness über das Crimson Set zu bekommen. Und dann kommen wir auch zum Crimson Set, das muss ich mir auch noch craften. Da will ich nochmal einen Crimson Day machen, nochmal um den Gürtel und die Schuhe zu craften, um die mit richtig guten Stats wirklich zu bekommen. Ich hätte halt gerne Pickup Radius und einen guten Sekundärresistance drauf und halt. Die normalen Werte müssen auch alle stimmen. Da geht es mir halt so ein bisschen um Min-Maxing so. Also bei den gecrafteten Items Crimson kann man das halt wirklich sehr gut machen, weil du machst halt eine Bounty-Runde und du kannst die Dinger 22 Mal craften. Ne? Das ist halt sauleicht eigentlich. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also einen normalen Bounty-Day, einen Crimson-Farm-Day. Vielleicht mache ich auch beides in einem. Und dann gibt es halt ein bisschen WD-Push auf jeden Fall wieder. Wieder ganz klassisch Solo-Push. Mein Ziel war jetzt 148. Das heißt, ich mache das aber stepweise. Erst 147, dann 148. Weil wenn ich eine Stufe überspringe, meistens läuft es dann nicht. Ich muss mich so straight hochspielen, dann klappt das irgendwie besser im Schnitt immer. Jo, dann passend, wenn ich mein WD-Zeugs auch gerollt habe nach dem Bounty Day so, dürfte auch der nächste WD-Push-Test im Vierer nochmal kommen. Dazu gibt es auch gleich im Leaderboard-Check dann nochmal eine sehr interessante Info für alle, die WD auf WD im Vierer stehen und das auch gerne testen wollten. Ja, das gibt's auf jeden Fall auch so nächste Woche rum und in nächster Zeit dann, genauso wie halt Zweier, Dreier, Vierer, Push halt so, neue Zeiten machen, die Ziele schaffen, also Zweier und Dreier unter 10 Minuten am besten, Vierer unter 6 Minuten, am liebsten mit WD. Ich hätte gerne unter 6 Minuten Run als WD. Ich glaube, dann wäre ich erster WD im EU-Leaderboard oder so. Das fände ich richtig, richtig nice. Ja, was steht da noch an? Ich werde noch einen Fun Solo-Necro-Push machen. Ich hätte gern halt die 150 geklärt mal im Solo, damit ich das 2000 Bloodshard-Cap habe. Necro bietet sich dann diese Season. Ich habe einen Bonespear-Necro, der ist wunderbar equipped. Also, das werde ich, denke ich, auch noch machen. Aber das wird mit wenigen Keys, so, keine Ahnung, 14-Minuten-Run oder sowas reicht mir da. Ja. Und wenn ich damit dann durch bin, mit den ganzen Sachen, dann gibt es die eine Woche Solo-Selfer und Hardcore. Und dann schauen wir in einer Woche. Mal gucken, ob ich mir da ein bisschen frei nehmen kann, ein bisschen Überstunden abbauen kann.
dass ich wirklich so viel baller, wie es geht. Dass ich gucke, wie viel Paragon kann ich in einer Woche Solo-Self und Hardcore wirklich farmen? Wie hoch kann ich maximal speeden oder so, ohne jetzt zu riskieren zu sterben? Und wie hoch kann ich am Ende der Woche dann pushen? Und wie viele Augments habe ich dann auf Gear? Also da fange ich dann wirklich an einem Montag oder Dienstag an. Ich würde gerne mit dem Challenge Rift Bag sozusagen auch starten. Den Boost hätte ich gerne, also die Mats sozusagen in Hardcore dann direkt. Ja, und dann gucken wir mal. Nur halt Season Journey Set kann ich mir nicht mehr abholen. Da muss ich dann selber direkt reinfarmen. Jo, und das war's auch dann eigentlich so zu meiner Season. Ja, und als nächstes kommen wir dann, würde ich mal sagen, jede Woche zum ganz klassischen Leaderboard-Check. Das bedeutet, ich gehe spezifisch auf EU-bezogen, als auch auf World-bezogen über die Solo- und Gruppen-Leaderboards drüber und sage euch, was sich da so zu letzter Woche verändert hat. Links oben in der Ecke seht ihr dann immer so eine kleine Übersicht, wo im Endeffekt über das, was ich gerade rede, je nachdem Solo-EU, Solo-World, Gruppe-EU oder Gruppe-World, wo so alles zusammengefasst ist ein bisschen, in welcher Zeit was geklärt wurde, welche Region mit wie viel Augments und so. Da gibt es halt immer eine kleine Übersicht, also wenn ihr das schnell einfach nur sehen wollt. So, würde ich sagen, fangen wir direkt mit Solo-EU an und zwar auch mit der obersten Klasse. Necro hat halt nochmal einen schnelleren 150er gemacht, das wird halt einfach nur immer schneller. Bei Necro, da passiert sonst nicht mehr so viel. Ich kann euch da jede Woche halt nur neue Zeiten sagen. 9 Minuten 9 jetzt an der Spitze mit 7,2 Paragon, fast 7,3. Ja, und wie viel hat er insgesamt? 1230 Augments mindestens drauf. Das heißt, da geht theoretisch an Augments noch ein bisschen was, Paragon-technisch, ja, nicht mehr so viel. Aber ja. An zweiter Stelle weiterhin dann immer noch der Wizard mit dem 150er Clear. Jetzt halt nochmal ein schnellerer 150er Clear. 12 Minuten 39 ist schon eine ordentliche Zeit. Also es geht schon so ein bisschen in die Time-Attack-Richtung natürlich auch, auf die 10 Minuten zu. Aber auch, wir sehen auf das Paragon, ist halt immer noch, das ist höchstes Paragon World halt hier. 8695. Allerdings nur 850er Gems, aber ich denke mal, mit dem Paragon kann man sich das leisten, nur 850er aufs Negier zu schmeißen. Ja, als nächstes haben wir eine kleine Besonderheit, und zwar der Crusader hat den DH überholt im EU-Leaderboard. Und zwar hat Crusader vor dem DH noch 150er gemacht. In World war es andersrum, in World hat zum Beispiel DH als zweite Klasse insgesamt einen 150er gemacht. Hier jetzt in EU hat DH immer noch keinen 150er gemacht, aber Crusader hat 150er, 1424. Paragon 5.8 geht auch noch. Wie viele Gems hat er drauf? Der hat 11 mal 150er drauf. Ist auf jeden Fall ganz solide. Also World gibt es auch schon so ein paar 150er Clears bei Crusader. Ja, wir haben insgesamt 4 Klassen World, die 150 geschafft haben bis jetzt. Aber das seht ihr gleich im World Leaderboard dann nochmal. So, als nächstes haben wir halt dann den DH-Rekord im Endeffekt. Ist immer noch derselbe Rekord wie letzte Woche. 13 Minuten 24, der 148er. Wird, denke ich, jetzt in allzu naher Zeit auch, denke ich, irgendwann mal dann der 150er oder so kommen. Mal gucken, ne? Jo, an nächster Stelle haben wir dann den WD. Und zwar bei WD gibt es jetzt auch 148er Clear. Ja, ich wurde überholt. Und das ist dieselbe Person, die auch den Crusader Clearings gemacht hat. Auch Paragon 5.8. Wie viele Gems hat der insgesamt auf dem Gear? Der hatte 1150er auf dem Gear. Ja, 14-17 geht. Ihr wisst ja, also für alle, die vielleicht schon letzte Woche zugehört haben, mein Rekord, mein Ziel für diese Season ist ja mein Rekord hier von Season 20 zu überbieten, auch 148 in 14-12. Das heißt, da könnte ich dann Rank 1 probieren auch, weil das auch so mein Ziel ist im Endeffekt. Aber ich denke mal, die Leute werden ihn eh noch höher pushen. Da wird bei WD wahrscheinlich auch noch eine 150 fallen mit so einem absurd hohen Paragon. Ja, das kann ich so dazu sagen. Dann die anderen beiden, unsere unteren beiden Klassen, Barb und Monk, sind natürlich gleich geblieben. Barb hat immer noch einen 146er, 14-56, was auch immer noch World Rank 1 übrigens ist bei Barb. Und Monk ist immer noch beim 145er, auch ein 14,45. Aber ich denke halt auch, mein nicht allzu nahe Ferne wird da langsam mal was passieren, dass die beiden auch Richtung 147, 48 oder Richtung 150 gehen, je nachdem, mit was für Paragon da Leute anfangen zu pushen. Ja. Das war es dann aber auch soweit zum EU-Solo-Leaderboard. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns World-Solo an. Dafür seht ihr jetzt halt die World-Übersicht. Und zwar, da haben wir nämlich in China ganz oben bei Necro einen nochmal schnelleren 150er und zwar einen unter 8 Minuten Run. Und zwar hier 7 Minuten 51, das ist auch schon ordentlich. An zweiter Stelle hier dann der Crusader, nämlich der Crusader hat hier den Wizard überholt in World. Und zwar hat hier eine 12 Minuten 26er Zeit, also ist auch eine ziemlich ordentliche Zeit, auch so ein bisschen Time Attack. Und vor allem ist zu beachten, der Crusader hat, also hat ein schönes Paragon, 4444. Und ich muss sagen, ihr seht von allen Leuten, die da in den Top-Rankings sozusagen bei jeder Klasse sind, ist das das lowste Paragon. 4400 Paragon ist halt echt low für einen so schnellen Clear, so schnell eine 50er, schon ordentlich. In Amerika gemacht, also schon nice. Könnt ihr euch auch ansehen. Ihr könnt auch auf den Regionen dann schauen, wie die Leute gespielt haben, mit was für Gear die gespielt haben. Ja,
Bei den anderen Regionen fasse ich das hier immer so ein bisschen allgemeiner zusammen. So, dann an dritter Stelle haben wir den Asien-DH. DH hat auch nochmal World eine schnellere Zeit gemacht, hat jetzt auch den Wizard überholt und zwar auch mit einer 12:33er Zeit, also auch eine 12-Minuten-Zeit. Und an vierter Stelle haben wir dann unseren EU-Wizard mit der 12:39er Zeit. Das heißt, jetzt seht ihr nämlich hier, was ich auch eben meinte, im World Leaderboard, die ersten vier Klassen haben 150 Down. Necro natürlich hier mit seiner absurd hohen 7:51er Zeit. Und die anderen Klassen sind dann auch schon so in diesem 12-Minuten-Bereich. Und zwar jetzt alle drei, Crusader, DH und Wizard. Und danach kommt halt nämlich unser unterster Block. Der ist dann angeführt halt vom WD 148 in 14 Minuten 17. Das ist der Europarekord halt. Als nächstes dann Monk 147, meiner schnelleren Zeit als letzte Woche wenigstens. 12 Minuten 4 mit 6:1 Paragon in China. Ja, aber Monk wird demnächst, denke ich, auch mal die 148 legen. Und Barb haben wir dann halt hier an siebter Stelle immer noch halt auch den Europarekord. Und der ist auch übrigens schon seit fast 3 Wochen jetzt der Rank 1 Barb World Rekord. Seitdem, ich kann das hier euch sogar zeigen in Europa im Leaderboard, wunderbar. Seht ihr da, seit dem 2.01.21, also seit knapp 20 Tagen, ist das halt schon Rank 1 World. Bei Barb passiert halt anscheinend nicht so viel. Ist halt auch leider Schlusslicht. Barb wird halt eigentlich überall gespielt, also in Speeds, in Push und sowas, immer als Support Barb. Das heißt, Barbs können sehr gut an hier rankommen. Aber entweder ist das ein wahnsinnig hoher Rekord, der super vorgelegt ist hier, mit Paragon 5-4 ist das. Oder, ja, es pushen halt nicht viele Barb. Ja, das dann zu den World Solo Leaderboards. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit den Gruppen Leaderboards. Und da fangen wir natürlich mit dem Zweier an und fangen auf EU an auf jeden Fall. Das heißt, EU-Gruppen Leaderboards. Im Zweier ist im Endeffekt, das ist dieselbe Zeit wie letzte Woche, 5 Minuten 48 immer noch. Muss hier kurz mal umschalten, damit ich die Übersicht sehe. Ja, 5 Minuten 48. Mit Paragon 5400er DD, da gibt es eigentlich auch schon höhere, also da wird sicherlich in näherer Zeit auch nochmal was höheres geschehen, hier mit einem 6 oder 7000er, könnte ich mir gut vorstellen. Im Dreier ist, glaube ich, auch dieselbe Zeit wie letzte Woche, ja, sehe ich, ist dieselbe Zeit wie letzte Woche, 4 Minuten 14, ist auch nicht viel passiert, aber hier halt mit dem Highest World Paragon immer noch, 8300 Paragon hatte der da nur, der ist jetzt inzwischen schon über 8,7, also, ja, ist auch nicht viel passiert. Und Vierer ist jetzt so eine kleine Besonderheit und zwar da haben wir endlich mal eine neue Zeit und zwar über eine Minute schneller als letzte Woche. Letzte Woche hatten wir wie 3 Minuten 50 oder sowas, glaube ich noch. Jetzt haben wir 2 Minuten 39, was schon rasant schnell ist. Wenn wir das hier mal in EU mit Season 20 vergleichen, Season 20 der höchste Rekord war 3 Minuten 13 oder Season 21 mit dem Season-Thema 3 Minuten 17 dann. Also 2:39 ist schon eine krass schnelle Zeit. Das zu unterbieten wird halt jetzt langsam echt schwer. Natürlich ist das dieselbe Gruppe halt wie im Dreier auch. Jetzt halt mit 8700 Paragon. Und zu dem ganzen Rekord, da gibt es sogar ein Video. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung, wenn ihr das sehen wollt. Könnt ihr euch mal ansehen, wie so ein 2:39er Rekord aussieht. Also das ist schon heftig, wie da die Packs fallen, wie da alles umgeklatscht wird. Oder wie allein der Crusader spielt den Boss umhaut. Das ist Wahnsinn, ohne Power. Aber es hat auch ein 7:9er Crusader. Das ist der zweithöchste in der EU übrigens vom Paragon her. Und ich weiß nicht, ob der zweite oder dritte in World ist oder sowas, aber ja. Ist halt eine vom Paragon her super zusammengestellte Konstellation natürlich. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir von den EU-Leaderbots dann, EU-Gruppen-Leaderbots direkt zu den World-Gruppen-Leaderbots über. Denn da sieht das nicht viel anders da aus. Und zwar haben wir da halt nur im Zweier einen schnelleren Rekord als hier in EU. Und zwar, was haben wir da? 5 Minuten 15, das heißt, die sind eine knappe halbe Minute schneller als wie auf EU in China. Mit einem, was ist das, 7000er Bonespear, Trashkiller und Bosskiller. Wie gesagt, halt dann deutlich höher als hier der 5000er in EU. Also ist natürlich klar, dass sie damit auch mal ein bisschen schneller sind. Und im 3er und 4er, wenn ihr aufgepasst habt, das sind dieselben Rekorde halt wie hier in EU. Also EU 3er und EU 4er sind halt World Rank 1 3er und 4er auch. Ja. Und so viel dann wirklich zu den World Solo und Gruppen-Diabots. Ist jetzt soweit abgehakt, aber es gibt noch eine kleine Besonderheit, die ich euch zeigen will. Und zwar dafür werde ich mal den Server hier verlassen und werde ganz kurz auf den Asia-Server wechseln. Hier gibt es eine schöne Besonderheit, die ich euch hier nicht verweigern will. Das habe ich eben schon mal angesprochen. So, ich nehme kurz einen Schluck. Dauert immer ein bisschen, bis man zu dem Asia-Server connectet. Kann es auch mal sein, dass es ein bisschen dauert, bis die Heldenliste lädt, bis die Diabots laden oder so, weil ihr habt ja einen schlechteren Ping nach Asien hin, ist ja eigentlich logisch. Selbe nach Amerika. Asien dauert nun bei mir noch ein bisschen länger. Hier. Authentication dauert ein bisschen. Retrieving Hero List. So, da ist er. Leaderboards dauern ein bisschen. Season. Und zwar natürlich
im Vorplayer will ich euch was zeigen. Und zwar gibt es eine schöne Besonderheit, die ist mir irgendwie eines Tages einfach mal aufgefallen auf Maxroll. Ich gucke da immer mal so ein bisschen ja, die Leaderboards durch, auch so ein bisschen zur Vorbereitung auf die Leaderboard-Check. Und da ist mir schon vor einigen Tagen aufgefallen, dass wir hier auf Platz 57 ist es, ein 3 Minuten 43er Clear. Und ihr seht die Besonderheit da drin, da ist ein WD drin. Und zwar, da ist ein WD Trashkiller drin, ganz klassischer Mundugu-WD. Eigentlich wie man in Season 20 gespielt hat, mit Zombie-Hunden im Endeffekt und Sacrifice zum Damage-Waffen. Mit Voodoo-Juicer natürlich, hier mit Zeiss, mit Pain Enhancer. Ganz klassisch, natürlich hohes Paragon 7-4. Und was fehlt denn in dieser Gruppe? Der Crusader. Ohne Bosskiller haben die gespielt. Man sieht hier einen Necro drin, das ist aber kein Trashkiller-Necro, sondern das ist ein Support-Necro. Kann man auch direkt sehen eigentlich, dass es hier pure Supporter-Gear ist. Der Support-Necro gibt natürlich Frailty, Early Grave natürlich, dass die Gegner bei 18% Leben sterben. Plus der Support-Necro kann 100% Crit-Chance buffen auf die Elite und auf den Rift Guardian. Das heißt, da schmeißt er ganz normal Land of the Dead an, wie ein Support-Necro bei Speeds auch. Haut dann im Endeffekt hier die Cold-Rune Brittle Touch bei Corpse Dance raus und tut damit jedes Mal 5% Crit-Chance debuffen, bis halt ein Gegner 100% Chance hat, dass an ihm gekrittet wird. So, das bedeutet, die Explosion vom WD kritten dann im Endeffekt immer auf das Target, wo der im Endeffekt draufballert. Das macht er halt im Rift bei Elite hauptsächlich. Und dann am Ende spielen im Endeffekt mit der Boss-One-Shot-Mechanik. Das bedeutet, dieser WD hat den 150er-Boss gewone-shottet. Das bedeutet, wahrscheinlich haben sie halt einen Power-Pylon für den Boss gehabt, haben vorhin einen riesigen Pull gemacht, am besten auf eine Festering Woods, weil da spawnt der Boss meistens direkt auf einem. So, das bedeutet, die machen einen riesigen Pull, sodass der WD möglichst 5 Attacks per Second hat über den Pain Enhancer Game. Dann haut der Barb auf jeden Fall Globes raus, dass der WD alle 5 Globes von seiner Passiven ab hat, für mehr Intelligenz. Und dann haben sie ein bisschen Power Pylon, sodass der WD dann seine Phantasmen mit Power Pylon hinsetzt, die dann ein bisschen rein akkumulieren lässt. Dann macht er eine Explosion, mit der spawnt am besten dann der Boss. Du hast ja 3 Phantasmen, also 3 Explosionen. Mit der ersten spawnst du den Boss und mit den anderen 2, der Boss muss dann auf den Phantasmen stehen. Bam, gehst du den Boss. Und das liegt halt daran, weil die Phantasmen snapshotten das Attack Speed und den Int-Bonus von den Globes. Das heißt, wenn du die mit 5 Attacks setzt, dann machen die einen Schaden von 5 Attacks per Second. Wenn du die mit 100.000 Intelligenz setzt, weil du halt gebufft wirst über deine Passive, dann machen die den Schaden von 100.000 Intelligenz. Das ist halt schon geil. Es ist halt geil, dass das jetzt wenigstens mal eine Gruppe gemacht hat in Asien. Ich weiß, dass ich mit meinem Paragon mit 5.000 werde ich sowas nicht hinbekommen oder so. Da spielen wir dann ganz normal mit einem Bosskiller halt und mit einem WD. Wir werden es sogar mit einem Support DH noch probieren, anstatt einem Support Monk. Aber einfach, dass ihr das mal hier gesehen habt. Leider habe ich davon kein Video gefunden, weil die es anscheinend nicht gestreamt haben. Hätte man halt gern mal gesehen. Ja, und ich würde sagen, damit können wir das dieswöchige Video beenden. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Kommentare habt, irgendwas wissen wollt über die Season oder sowas, dann lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Oder lasst mich wissen, wie eure Season momentan läuft. Spielt ihr überhaupt noch eigentlich? Seid ihr noch motiviert, Paragon zu farmen? Seid ihr schon am Pushen? Macht ihr jetzt auch irgendwas wie mal eine Woche Hardcore spielen? Also, dass sich viele meiner Friends, dass gegen Ende der Season halt Leute anfangen, Hardcore zu spielen, so aus Abwechslung. Ja, könnt ihr mich gerne alles wissen lassen. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder nächste Woche. Bis dann.